Thorsten Grimm ist zu einem von vier stellvertretenden Bundesvorsitzenden der DPOLG gewählt worden. Beim digitalen Bundeskongress konnte er das beste Wahlergebnis aller Kandidaten erzielen. Ja, das macht mich natürlich auf der einen Seite riesig stolz und ich freue mich auch sehr über dieses deutliche Wahlergebnis für mich als bayerischer Kandidat, dass ich jetzt in diese Bundesleitung reingewählt wurde. Gleichwohl bedeutet es natürlich eine riesen Herausforderung und auch Verpflichtung für die Arbeit aus Bayern heraus und ich freue mich auf die Aufgabe, mich bei der DPOLG auf Bundesebene einzubringen. Den Landesvorsitzenden der DPOLG Bayern, Jürgen Köhnlein, freut es natürlich, dass ein bayerischer Funktionsträger in dieses Amt gewählt wurde. Wir freuen uns natürlich darüber, dass Thorsten Grimm mit einem solch guten Ergebnis als jetzt stellvertretender Bundesvorsitzender agieren kann. Mit seiner gewinnbringenden Art wird er auch in Berlin viel für die DPOLG bewirken können. Mit seinen 40 Jahren steht Thorsten Grimm für einen beginnenden Generationenwechsel in der Führungsetage der Deutschen Polizeigewerkschaft. Also ich habe natürlich ein paar Schwerpunkte. Das ist zum einen das Stiftungswesen. Ich möchte also die DPOLG-Stiftung weiter nach vorne bringen, weiter bekannt machen. Das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, wie ich es auch schon gesagt hatte. Zum anderen geht es auch darum, die Modernisierung in der DPOLG auf Bundesebene voranzutreiben. Als mittlerweile 40-jähriger Kandidat, denke ich, bin ich dafür an der richtigen Stelle und kann einen Generationenwechsel mit einleiten und diesen begleiten. Es geht um Öffentlichkeitsarbeit, die wir neu gestalten müssen, die modern gestaltet werden muss. Es geht um Digitalisierung in der Zukunft bei der DPOLG. Das wird eine riesen Herausforderung. Und für dieses Jahr mit Sicherheit das wichtigste Thema wird die gemeinsame Bekämpfung der Corona-Pandemie sein. Eine riesen Herausforderung auf allen Ebenen. Und da möchte ich schon auch mit dazu beitragen, auch was die Anerkennung des Dienstunfalles im Falle einer Corona-Infektion angeht. Daran mitarbeiten.